Sollen wir uns ein Held der Steine-Video angucken? Ich hab richtig Bock drauf, wa? Ich hab richtig Bock auf ein Held der Steine-Video. Ich liebe Held der Steine. Ich liebe Held der Steine. Thomas Panke, deutscher Ehrenmann. Der Großteil sagt, ja, ich möchte wissen, wenn die gute alte Zeit kein Klischee ist, gibt es Grund zur Sorge. Die Lego City Garage. Und eins sage ich euch, Leute. Und eins sage ich euch. Ich kenne dieses Set. Ich kenne dieses Set, denn, und das sei jetzt mal gesagt, ich kenne dieses Set, denn ein Kollege von mir hat es damals gehabt. Das war die Parkgarage. Konnte hier reinfahren. Ein Aufzug, der hochfährt. Hier unten war die Waschanlage drin mit diesen Bürsten. Gab es nur in dem Set. Hier oben war dieser Security-Part und hier war noch so eine kleine Werkstatt, glaube ich. Mega geiles Set. Mega geil. Holy shit, Digga. Wir skippen ein bisschen durch. Wir gehen nicht ganz rein. Aber das Intro können wir nicht skippen, oder? Das geht nicht. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa, Oh. meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch. Ey Leute, sollen wir mal einen Vlog machen, wie wir Held der Steine nach Corona besuchen? Ich will unbedingt in seinen Laden und da alles leer kaufen, Digga. Ich will unbedingt in seinen Laden da alles leer kaufen. Chat, was sagt ihr? Gehen wir den Held der Steine? Gehen wir den Held der Steine nach Corona der ganzen Scheiße mal besuchen, Digga? Ich finde ihn so sympathisch. Wir haben auch ein bisschen auf Instagram schon hin und her geschrieben. Aber ich bin ja. Ah, Digga, also die Tankstelle war ja auch mit dabei. Ich liebe es ja, Leute. Ich liebe es ja, wa? Ich liebe es wirklich. Ich war früher riesiger Lego-Enthusiast und ich habe mir früher, das werdet ihr niemals auf YouTube finden, aber ich habe früher Lego-Short-Movies gemacht, ja? So Stop-and-Go-Movies habe ich gemacht. Früher sehr viel Lego gemacht, sehr viel Lego gespielt. Ich habe mir nur nie selber ins Pipi-Loch so ein Lego-Schwert reingesteckt, wie Monte das gemacht hat. Wendelim, Dankeschön, Bro. Ich mitgebracht habe, die Oh, die ist 4207 so von geil. 2012 aus der City-Serie. Nee. Doch. Ja, die hatte mein Kollege sogar damals. Die Ja. Garage bestehend aus. Aber es gab schon mal so ein Set, was ähnlich war, oder? Hä, 2012, das ist doch gar nicht so lange her. Der hatte die damals sogar noch stehen. Waren wir schon so alt? Scheiße, Mann. Teilen ein Fest. Richtig, das gucken wir uns doch mal an. Wir springen ja in letzter Zeit in der City-Serie immer so ein ganz klein wenig in die Geil. Vergangenheit, als es noch ein wenig Wie schöner geil. war. Und 2012 war auch noch eine ganz nette Zeit. Kann man auf jeden Fall so sagen, wir stehen nämlich auf Baseplates. Ihr wisst, darauf lege ich jetzt da das neue dämliche City-System mit den Straßen auf dem Markt, das ist sehr viel wert. Nachvollziehbar. Dieses Das ist Set hatte kompletter Limited Schmutz. Retail. Das heißt, die Vertriebs- und Strategiefüchse bei Lego Ja. hatten auch damals schon tolle Ideen und Aber das hatte der. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der das hatte. Lost. Oder gab es da schon. Chat. Gab es davon einen Vorgänger? Gab es davon einen Vorgänger von diesem Set? Weiß das vielleicht jemand? Gab es schon mal eine Garage? Oder eine Waschstraße? Ja? Nee. Gab es denn schon mal eine Waschanlage mit diesen Bürsten? Ja. Vielleicht hatte der auch das, ich weiß es nicht. Keinen Artverwandten. Nee. Ja, ein Nachfolger. Okay, dann muss es das gewesen sein, was er hatte. Krass. Dieses Weil Set ich kenne das. nicht in den freien Markt zu geben. Das heißt, Händler wie ich konnten dieses Set hier nie bestellen. Das ging nur zu den großen Versagern, die alle mittlerweile pleite sind. Dementsprechend konnte ich, als ich meinen Laden 2013 eröffnet habe, dieses Set nicht anbieten. Ich habe es mir natürlich irgendwie rangezogen und verkauft, aber für die 100-Euro-Liste konnte ich es bei mir im Laden praktisch nie anbieten. Das war immer sehr traurig. Damals übrigens, 2013, galt dieses Set als ziemlich teuer für das, was es bietet. Was war es denn? Wie viel? So ändern sich die Zeiten, würde ich sagen. Heute würde so etwas 100 mit Euro. Kusshand genommen werden. Stünde bei 180 € im Lego-Laden, dann würde ich sagen, okay, kann man mitnehmen. Die Preise bei Lego sind wirklich absolut explodiert. So eine Scheiße, oder? Eine Tankstelle! Die Tankstelle war's! Ja, die Tankstelle! Ja, ist nicht so schlimm. Ja! Damals war das hier für 100 € ziemlich gargelig, ziemlich leer, ziemlich wenig. Es hat nicht viel drin, das stimmt. Aber es hat besondere Elemente. Gucken wir es uns mal an. Für uns heute mit der Nostalgiebrille ist das ein Schatz für 100 €. Aber gut, gucken wir mal. Übrigens, ich habe das Set hier gebraucht für 70 € von privat gekauft. Es ist der Gebrauchteilewert über die letzten 6 Monate im Durchschnitt liegt so bei 110 €. Der Neuteilewert sind so 170 €, wenn man es einzeln kauft. Ich habe aber jetzt geschaut, beendete Angebote gebraucht. Bei eBay lag es so über die letzten Wochen zwischen 60 und 80 €. Okay. Da kriegt man das auf jeden Fall. Ansonsten Geil. wartet. Vielleicht geht Geil. es jetzt ein bisschen hoch. Ich hätte eigentlich mal Bock, ein bisschen mehr Lego im Stream aufzubauen, Chat. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu?
die Nachfrage steigt. Aber warte. Da hätte ich überhaupt Bock drauf. Wie gesagt, wozu sowas vom Händler kaufen? Ich habe Bock drauf. Ich liebe Lego. Guck vom Privat. Guck doch bei Bricklink. Ja? Immer. Okay. Okay. Ich schreibe heute noch den Held der Steine an auf Instagram. Das machen wir. Und dann frage ich ihn mal, was ist denn ein geiles Set? Nichts allzu Großes. Vielleicht gar kein Lego, sondern auch mal was anderes. Eine andere Firma. Hier Blueblix oder so. Minecraft-Set habe ich, glaube ich, noch. Können wir mal überlegen. Ausleihen von privater Hand. Bricklink hat nicht nur professionelle Händler. Ich habe jetzt gerade aufgebaut, die Freiheitsstatue habe ich falsch aufgebaut, weil mir da Teile abhanden gekommen sind irgendwie. Ich glaube, Karl hat gegessen. Und dann habe ich noch aufgebaut den Aston Martin. Das war ein sehr schönes Set. Und auch manche von denen geben es günstig raus, ja? Deswegen schaut man danach. Oder ihr lasst 3-4 Teile weg, die teuer sind. Die werde ich euch gleich noch zeigen. Gehen wir mal durch das Set durch, oder? Wir gucken mal, was wir haben. Ich messe es erstmal aus, damit wir wissen, in welcher Welt wir uns bewegen. Mhm. Ich habe übrigens keine Anleitung. Das ist jetzt nicht so wichtig. Die Maße interessieren uns erstmal nicht. Wir schauen erstmal, hier, was dabei Stück. Ist. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Also, das kriegen wir alles hin. Das hier ist geiles mein Highlight. Set. Der vielleicht auch. Die sind so deutlich. Ach, die hier waren so zwei Hatchback, die sind okay. Also, ich meine, ja, ganz normal. Sie sind auch sehr, sehr ähnlich übrigens vom Aufbau. Aber das sind chillige Autos, muss ich sagen. Die sehen cool aus. Die machen sich in der Lego-Stadt sehr gut. Der größte Unterschied sind die Räder. Und ich finde diesen hier natürlich wesentlich passender. Das hier finde ich ein bisschen albern, dass da diese Räder so raus. Boah, ist so ein bisschen Offroad halt, ne? Aber, ja, der andere ist vielleicht ein bisschen smart. Cooler, der ein bisschen sportlicher. Ist meine persönliche Meinung. Vielleicht habt ihr da irgendeine andere Idee. Den finde ich ein bisschen netter als den, aber was soll's. Wir haben noch Wechselräder hier in dem Ding. Dann kann man den auch aufmotzen, dass er so aussieht. Falls ihr den schöner findet, meinen Glückwunsch. Dann habt ihr gleich zwei von der Art. Ansonsten kleine Autochen, nichts Besonderes. Leider keine Türen. War auch so ein Top-Kritik. Haben wir nicht Türen hier drinnen? Nee, ach, das sind, okay, das ist zu. Punkt 2012. Ja. Da hatte man ja noch Illusionen. Hat gesagt, ja, wie ist ein Lego-Auto, keine Türen und so, müssen wir eine Tür reinmachen. Hätte ja, man ja eigentlich machen können. Das Türelement hätte da voll reingepasst, ne, dieses Ding. Heute denkt gar niemand mehr daran, dass es in einem Auto mal Türen gegeben hat bei City und es wird überhaupt nicht mehr kritisiert. Ich vergesse es mittlerweile auch ganz oft, wenn ich es jetzt vorstelle, weil man es einfach gewohnt ist. Man ist halt auf das Niveau abgesunken. Und das Erwartungshaltungsmanagement ist halt mittlerweile auf Enttäuschungslevel und deswegen achtet man auf solche Kleinigkeiten nicht mehr. Den hier finde ich super. Ich mag erstmal so natürlich das Tan mit dem Dark Bluish Grey, weißes Dach. Das ist natürlich ein VW Bulli. Braucht man, glaube ich, voll nicht geil. Lange drüber reden. Er hat voll keine geil. Lizenz, aber was soll's. Man erkennt ihn sofort, man freut sich drüber. Hatte Lego nicht mal einen Bulli im Angebot? Lego VW Bus gab's doch mal, oder? Ja, hier. Das finde ich ein schönes Set. Mag ich sehr gerne. Den meine ich doch hier. So ein kleiner Van? Das ist doch ganz schön eigentlich, oder? Von wann ist der? Den finde ich geil, ne? Der ist doch ganz geil, oder? Können wir mal überlegen. Den lassen wir mal auf. Den habe ich gerade gebaut hier. Den Aston Martin habe ich gerade zusammengebaut. Das Kolosseum. Auch stark. Ah, wir schauen mal weiter. Man hat Sympathie, also läuft's für einen. Und hier drüben. Ich habe jetzt Geld mit zu stützen. Die 10 Euro hier und den Zap. Mark Ru, 31,05. Dankeschön, Bro. Den Mini-Tow-Truck. In den klassischen. Bro. Ich habe mir euch auch gezeigt. So, würde super zur 7642 zum Beispiel passen. Zur anderen City-Garage, die ich euch ja vor ein paar Jahren mal gezeigt habe. Andere City-Garage. Schauen wir gleich mal rein. Kann auch sein, dass ich eine andere gerade im Kopf habe. Sogar mit einer Winde. Hat mehr Technikfunktionen als das gesamte Sortiment aktuell, spüre ich so. Also zumindest von vielen. Diese Frotz immer gegen Lego, Alter. Zahnrad dran, deswegen meine ich, es ist eine echte Funktion. Wieso habe ich denn das hier so komisch? Da fehlt doch eine Platte drunter. Na, ist egal. Also da haben wir hier den Kollegen. Und dann kann man, pass auf, Riesen-Play-Feature. Zack. Und, na komm her. Ich bin nicht vom Fach. Das erste Mal. So. Einmal so weglassen. Geil. Ja, ist das geil. Ist. Die Autos sind schon mal ganz geil. Und deswegen ist es weiterhin so. Ja, kann man natürlich die auf ihr Zeug aufpassen oder eben nicht. Autoschen. Okay. Oh, also, das ist das Werkzeug da. Der Octan-Look, wie auch bei der 7993, die ich euch gezeigt habe, finde ich natürlich sehr schön. Sehr klasse. 793, die merken wir jetzt mal. Alles hey, mal. Bitte nicht Donut-Wall. Ja, ich bin am Startchat. Kleine Schnürsel dran, damit man tanken kann. Es gibt noch keine E-Ladesäule, das ist natürlich belastend. Aber ansonsten bin ich glaube ich, sehr zufrieden damit. Und man kann das hier immer irgendwo hinstellen. Ich werde mich aber kann ständig verbauen, Leute. Ich habe überstreamtes ADS und mache die ganze Zeit Scheiße. Ne? Ich verbaue mich die ganze Zeit. Und jetzt sprechen wir natürlich über das dicke Ding.
Aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht über das gagelige Ding mit viel Luft. Das hier ist eine Garage. Sie steht auf zwei Baseplates. Mhm. Ihr kennt den wichtigen Unterschied zwischen einer Plate und einer Baseplate. Eine Baseplate ist sinnvoll, um Häuser drauf zu bauen und Straßen draus zu machen. Ja. Eine Plate ist super, um Etagen zu machen. Eine Plate ist stackable, negative Noppen und Noppen von oben. Eine Baseplate nicht. Keine Noppen von unten, nur Noppen von oben. Mhm. Lego hat sich vor Jahrzehnten für dieses System entschieden. Absolut richtig. Ob gut oder schlecht, anderes Thema, aber alle bauen damit. Und deswegen müssen wir damit weiterziehen. Oder halt alles wechseln. Aber Baseplates werden weiterhin ja noch verbaut, wisst ihr ja, na klar. Die 16x32 ist unter der Diagon Alley zum Beispiel auch verbaut, war bei der Ghostbusters-Geschichte, die ich euch gezeigt habe, in X-Sets immer wieder verbaut und hier nebendran ist noch eine 16x16 Baseplate. So ein Haus hier im Hintergrund und sowas, sowas finde ich ja geil, so Lego-City-Architektur, so Häuser finde ich super geil, ne? Und damit Ninjago auch geil. Haben wir das Grundgerüst, was wir ja vorhin ausgemessen haben. Das hier, die Ebenen, sind dann wieder 16x16 normale Plates, wackelig, ne? Stackable. Oder? Auch sinnvoll. Und damit passt das. Wackelig, wir das haben Ding, ein paar Teile-Highlights, auf die möchte ich natürlich eingehen. Ansonsten die hat es eine Top-Funktion, um die es erstmal geht. Die möchte ich euch sofort zeigen, damit ihr nicht mehr so aufgeregt seid. Ich weiß, ihr steht alle schon quasi vorm Bildschirm. Der Aufzug. Ah, wie geht das? Ich zeige es euch, es ist sehr aufregend. Wir nehmen ein Auto, zum Beispiel jenes. Fahren das hier rüber. Schranke auf. Und hier kommt man rein. Hier ist eine Schranke, eine Riesenspielfunktion. Die kann man hochklappen, wenn man nicht doof ist. So, die kann man hochklappen. Mhm. Dann fährt man hier rein. Oh, da ist eine Rampe. Das ist sehr praktisch. Im Hintergrund und natürlich Blumenix, könnte man jetzt so geil aus. Nur von der Höhe her hier eine x-beliebige Straße dran setzen. Oh, ja, geil. Ist klar. Damit man dann hier einfach so eingleiten kann. Klar. Es ergibt Sinn, gell? Schlagartig. So, also. Ich liebe es auch, dass er sagt, es ergibt Sinn und nicht macht Sinn. Fährt man hier hoch. Es ist alles ganz aufregend. Und dann kommt man hier auf ein Plateau, seht ihr das? Da ist eine 6x14, Base, 6x14 Plate in Dark Blue Gray. Schöne Plate. Mhm. Auf die fährt man drauf. Das Problem ist jetzt wieder, ich bin vielleicht altersmäßig nicht ganz Zielgruppe, deswegen Hand und Arm ein bisschen zu groß, aber es geht, ich kriege das da drauf. Jetzt steht das Auto da in der Mitte. Ja. Was tut es nun? Hier ist die nächste Technikfunktion dieses Sets untergebracht. Ich bin ganz aufgeregt. Was ich unglaublich hässlich finde, ist hier oben dieser Stahlträger. Der hätte in der Farbe hier sein sollen. Das ist so ein kleines Detail, das mich nervt. Das ist schon die zweite. Wenn man das Kippen hier wie das Tür öffnen, was Lego ja als Funktion sieht, haben wir sogar schon die dritte. Und jetzt kommt's, hier oben kann man dran kurbeln. Und wenn man hier oben dran kurbelt, fährt es hoch. Wie von Geisterhand. Knüller, oder? Knüller. Ihr seid aufgeregt, ich bin aufgeregt. Und ich würde sagen, dieser Mechanismus, der ist völlig in Ordnung. Er hakt vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle. Bisschen schief aber, halt, ne? Ich aber mein, es geht. Hochgezaubertes Ding. Einfach hochgezaubert. Das ist der Mechanismus. Und ihr seht diese Räderchen, die halten das dran, weil es nach vorne natürlich runterkippen möchte. Okay, das ist interessant die Räder gemacht. Halten das dann gerade. Hier ist das Schnürchen in der Mitte. Das zieht es hier oben auf diese Felge. Zack, die Wack. Geiles Ding. Funktioniert das. Und wir haben das hier den Aufzug. Das ist cool. Und dann können wir uns hier überlegen, wo wollen wir hin? Wollen wir hier rüber zu einem Parkplatz? Die Schilder hier sind auch geil. Hier ist der Security Guard. Sitzt an seinem Kabuff. Ich weiß, er hat hinten Police auf dem Pulli stehen. Das ist also ein sehr öffentliches Gebäude. Aha. dann kann er hier parken. Ihr seht ja auch mit einer Fliese. Ich zeige euch, ich kippe das gleich mal. Ich will euch nur mal kurz die Spielfeatures erstmal zeigen. So, kann man dort parken oder er kann auf die andere Seite fahren. Auf die ihr seht schon, da sind Reifen am Start. Hier kann man wechseln. Hier ist ein bisschen Werkzeug. Hier ist ein Besen. Ist halt ein ziemlich dummes Parkhaus, wenn da nur drei Autos reinpassen, ne? Ich zeige es euch gleich nochmal im Detail. Ich will nur mal kurz durchgehen. Und dann fahren wir hier wieder drauf. Und wenn man sagt, nö, da war es nicht schön. Ich möchte noch mal, halt hoch, ich möchte noch mal eine Ebene weiter. Können wir das natürlich? Ne? Ach, oben sind ja auch noch Parkebenen. Klar, oben sind ja auch noch Parkebenen. Also ich weiß, was ich heute den Tag über noch mache. Ich fahre ja alle Autos rein und parke die irgendwo hin. Und dann haben wir hier oben noch mal auf dem Dach zwei Parkplätze, um das Auto unterzubringen. Ah, zeig's euch mal kurz gekippt. Parkplätze nochmal, ja? Okay, ich gleich nochmal. Okay. Und da haben wir einen Parkplatz ist 6 Noppen breit, einen Parkplatz ist 7 Noppen breit. Ihr kennt ja die Leute, die immer ein bisschen mehr Platz brauchen. Könnte ich auch mehr. Aber ich bin ja ein ruhiger Fahrer. Ich bin ja ein ruhiger Fahrer. Ja, ich auch. So, und dann setzen wir den da drauf und es passt. Und wenn wir dann beschlossen haben, das ist nicht mehr, geiles dann geht es abwärts. Mhm. Und wenn ein Auto drauf sitzt, geht es auch ganz gut. Aber trotzdem, ihr seht, ich kurbel, es hängt manchmal. Wenn man da ein bisschen drückt, geht es wieder weiter. Weil die hinten nicht glatt ich muss den nochmal, glaube ich, komplett auseinanderbauen. Da ist ein bisschen viel Druck an einer Stelle drauf. Weiß nicht hundertprozentig warum. Kann aber auch sein, dass einfach hinten die Räder vielleicht nicht mehr ganz sauber auf den Achsen Felgen drauf sitzen. Wir gucken es uns nochmal an. So, dann ist er unten angekommen. Mhm. Ich finde es geil, wie das spielerisch vorstellt. Komm her, runtergefallen von der Bühne. So, Tür und Tor nicht aufgemacht, einfach rausgehoben.
Das hier schon mal ein Riesenspielfeature. Kein Set momentan am Markt bietet ein vergleichbares Feature. Keins. Mhm. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Okay. Wir haben sowas finde ich halt immer geil. Und diese Waschanlage funktioniert. Mag ich sehr. Also erstmal hat sie natürlich die wunderbaren Bürsten. Bürsten. Ja, ja. Die sind fantastisch. Da kann man reinfahren. Ihr seht, dass die sich so wegbiegen langsam. Das finde ich schon mal sehr schön. Da ist eine Federung drin, ne? Da sind oben an der Seite. Kann man nicht so auch durchdrehen? Diese großartigen Schnüre angebracht. Die Schläuche, die kenne ich auch noch. Die kenne ich auch noch. Die bewegen sich damit. Ja, ja. Klang, klang. Kenne ich. Also klappt super. Geil. Da fahren wir durch. Und dann haben wir hier. Ey, da werde ich direkt wieder Kind bei sowas, ne? Noch eine dritte Bürste, die sich dann auch noch wegbewegt, wenn man durchfährt. Ja, ja. War nicht bei der Waschanlage so, dass man sogar die Autos so durchdrehen konnte? War das nicht so? Oder, Super, oder? Die Bürste oben ist mittlerweile auch von allen weggespart. Ja, doch, meine ich doch. Also, ja, genau. Das haben wir da, das ist sogar durchgefließt. Hier hinten müsste man dann gucken, dass man natürlich eine andere Baseplate wieder dran setzt, damit sich irgendwie die Welt weiter ergibt. Oder man hat halt einfach von hier die Möglichkeit, das zu bespielen von der Rückseite. Hier nicht so sehr, hier sind ja wie gesagt diese Support-Geschichten drin, aber ansonsten hat man die Möglichkeit. So, das war, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche und ich nichts vergessen habe, waren das die Spielfunktionen dieses Sets. Und ich finde, sie sind gar mannigfaltig. Jetzt kommen wir nochmal auf ein paar Teile. Ja, okay. Hier sind nämlich ein paar drin, die bemerkenswert sind. Es ist dafür, es sind 940 Teile, es sind so 270 unterschiedliche Teile verbaut. Dafür sind die 100 Euro im Gebrauchpreis noch eigentlich jetzt ziemlich okay. Das heißt, hier sind keine wahnsinnig teuren, besonderen Teile drin. Das meiste Geld gebt ihr für die vier 16x16 Plates und die Baseplates aus. Ganz eindeutig, da geht das meiste Geld drauf. Mhm. Dann kommt ihr zu diesen Support Beams. Hiervon sind 20 verbaut. Das sind jene hier. Die kennt ihr vor allem in 10 eigentlich. In 10 war zum Beispiel einer vorne, dieser sehr prominente Antennenmast bei der 70620 Ninjago City. Okay. War einer in 10 verbaut. Großes Thema. Das ist jetzt hier ziemlich ein Nerd. Das weiße Ding. Euro das Stück. Monatsmieten. Krass. Das hält hier dieses rote Sonderteil. Hier sind so ein paar spezielle Teile sind auf jeden Fall dabei. In Position und verbindet es oben. Es hat oben vier Noppen drauf und nach unten. Okay. An so einem Set hier was. Interessantes Set.